willkommen bei Spätverstand aus Kinemagazin. Wir sind heute bei der Premiere von Der Falkolini. Und hier werden heute Abend die Darsteller Elias Mbarek, Alexandra Maria Lara, Janis Niewöhner und Franco Nero erwartet. Aber erstmal zeigen wir euch den Trailer. Nachdem Fabrizio Collini den Großindustriellen Hans Meyer umgebracht hat, wird ihm der Anwalt Kaspar Leinen als Pflichtverteidiger zur Seite gestellt. Doch Collini schweigt beharrlich über sein Motiv für den Mord. Schritt für Schritt recherchiert Leinen über Collinis Vergangenheit bis zu dessen Kindheit während der NS-Zeit und kommt einem der größten Justizskandale der Nachkriegsjahre auf die Spur. Ich bringe das morgen vor Gericht. Tu es nicht. Wollen Sie gleich in Ihrem ersten Prozess alle Regeln außer Kraft setzen? Wie wichtig hältst du es, zu seinen Werten und Meinungen zu stehen und sich nicht einschüchtern zu lassen? Sehr wichtig. Habe ich auch immer versucht zu tun. Also ich finde es eigentlich so eine der wichtigsten Dinge. Das erfährt meine Figur Kaspar Leinen in dem Film auch, dass es eigentlich nichts Wichtigeres gibt, als zu seinen Überzeugungen zu stehen und dafür einzustehen und dafür auch Dinge zu riskieren oder auch Dinge, die einem wichtig sind, zu verlieren. Aber am Ende macht es einen, glaube ich, immer am glücklichsten, wenn man zu seinen eigenen Überzeugungen steht und sich nicht selber verrät. Was hat dich an der Rolle des Anwalts gereizt? Die Rolle des Anwalts war für mich eher sekundär wichtig. Also ich finde es einen spannenden Beruf, aber primär hat mich das Buch gereizt und dieser Stoff. Und ich bin großer Fan von Ferdinand von Schirach und ich habe mich sehr gefreut, Teil davon sein zu dürfen. Ferdinand von Schirach, der Autor der Romanvorlage, arbeitet selbst als Anwalt und Strafverteidiger. Ihm war es ein wichtiges Anliegen, den Justizskandal, den der Fall Collini behandelt, ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Ich finde, es ist notwendig, die Grundlagen unserer heutigen Welt auch ein bisschen zu verstehen. Und das kann man, glaube ich, ganz gut, wenn man den Film sieht, weil man versteht, dass es eben keine Stunde Null gab und keinen Neuanfang, sondern dass es so eine Kontinuität zwischen den Nazis und den frühen Anfängen der Bundesrepublik gibt. Aber in Wirklichkeit ist es ein Film, der viel mehr beinhaltet. Es geht ja um die Frage des Unterschiedes zwischen Recht und Gerechtigkeit, um die Frage, warum wir strafen, also was sind die Strafzirkel, geht es um Sühne und geht es um Rache und all solche Fragen. Es war damals eine andere Zeit. War es gerecht? Für wie wichtig hältst du es, dass auch so ein Justizskandal jetzt im Kino thematisiert wird? Ja doch, ich glaube, es ist tatsächlich auch ein Thema von großer Aktualität. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt primär wegen des Justizskandals so sehen würde, aber wir sehen ja diese Hauptfigur, diesen jungen Anwalt Kaspar Leinen, ja, der sich am Anfang der Geschichte behaupten muss vor gestandenen Kollegen, der aber im Laufe der Geschichte immer mehr Haltung einnimmt und immer mehr Verantwortung übernimmt, auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Und das ist, glaube ich, Tatsache auch 2019 ein wichtiges und aktuelles Thema, ja. Und auch die Frage, die natürlich mit der gesamten Geschichte einhergeht, was ist rechtens, was ist gerecht und was kann man vielleicht selber, welchen kleinen Beitrag könnte man vielleicht selber leisten, ja, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Ja. Und was hat dich denn so am meisten daran gereizt, die Johanna zu spielen? Oh, einiges. Meine Figur, die Johanna, trägt viel Gepäck mit sich. Die hat ihre Eltern verloren, die hat ihren Bruder alle drei in einem tragischen Autounfall verloren. Und zu Beginn unserer Geschichte erfährt sie, dass ihr Großvater nicht einfach nur gestorben ist, sondern ermordet worden ist. Und dann im Laufe der Geschichte muss sie sich damit auseinandersetzen, dass die Vergangenheit ihres Großvaters eine andere ist, als die, an die sie ein Leben lang geglaubt hat. Und das sind natürlich wahnsinnig spannende Elemente, die da alle so in meiner Figur zusammenkommen. Und es war toll, mit dieser Figur auf Reise zu gehen. Franco Nero spielt Fabrizio Collini, den schweigsamen Mörder von Johanna Meyers Großvater. How was it for you to play a character that has not much sentences in the movie, but has so many stuff inside that is unspoken? Well, that's my job, you know. Sometimes you talk a lot in movies, sometimes you don't talk, you know, too much. But in this movie, Collini needs intensity on the face, on the expression, you know. So, sometimes it's even more difficult than having many words, you understand? Because you don't have to talk, but you have to have an expression in the face. That's very important.
Schauspielerisch herausfordernd war auch die Rolle von Jannis Niebüner. Er spielt im Film einen SS-Offizier. Wie war es für dich, in der Nazi-Uniform zu schlüpfen und in diesem bestimmten Habitus auch zu spielen? Ja, besonders gruselig. Also ich habe ja schon eine Menge Kostümfilme gemacht, aber wenn man dann wirklich mal in so einer Nazi-Uniform steht und dann sind da noch 20 Leute, die auch in so einer SS-Uniform sind, dann kriegt man nochmal so ein ganz anderes Bewusstsein dafür, dass das alles wirklich stattgefunden hat. Ne? Also man sieht das so oft in Filmen oder liest das in irgendwelchen Büchern, dass es diese Zeit gab. Aber wenn man selber in dieser Klamotte steckt, ja, dann wird einem das nochmal anders klar und das ist spooky. Und was glaubst du, treibt Menschen zur Selbstjustiz? Naja, ich glaube, dieser Film zeigt ja auch, wie manipulierbar das Gesetz ist und wie einen das Gesetz in dem Fall vielleicht auch dazu zwingt, zu gewissen Maßnahmen zu greifen, die gegen das Gesetz gehen. Und ob das richtig oder falsch ist, muss dann das Publikum entscheiden, so, ne? Wie auch bei Terror schon von Chirac. Aber das ist einfach spannend. Deshalb ist diese Auseinandersetzung mit der Frage um Schuld, was ist Schuld und wie ist die unterschiedliche Wahrnehmung von Schuld, eine sehr interessante. Ja, du hast den Autor gerade schon erwähnt. Wichtig findest du es, dass er diesen Justizskandal der 60er Jahre aufgegriffen hat? Total wichtig, also weil das ja real ist. Das Tolle ist, dass hier eine fiktive Geschichte letztendlich von etwas sehr Realem berichtet. Und das finde ich wichtig und das finde ich gut und ist eben gleichzeitig aber auch dazu da, ein tolles Kinoerlebnis zu sein, aus dem man jetzt nicht freudestrahlend herausgeht, aber mit einem tiefen Empfinden für das, was wirklich stattgefunden hat und grausam ist. Ist das der Rätstadt, an dem wir glauben? Wussten Sie überhaupt, wer er war? Ich weiß, wer er war. Tim und ich haben den Film auch schon gesehen und ich finde, es ist ein ganz spannender Justizthriller, der am Anfang ein paar Schwächen hat, aber gegen Ende ganz gut wird und spannend. Ich gebe ihm 7 von 10 Punkten. Genau, ich fand ihn sogar noch einen Ticken besser, denn er ist wirklich unfassbar genial inszeniert. Das Thema ist sehr, sehr interessant aufbereitet, schauspielerisch wirklich von allen überragend. Deswegen ist mein Urteil 8,5 von 10 Punkten. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf den Film, der läuft ab 18. April in den Kinos.